Gute Bildung in der Schule braucht vielfältige Unterrichtsmethoden. Aber Geld ist im Bildungsbereich knapp. SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern wünschen sich unterschiedliche Lernangebote, wollen neue Technologien einsetzen und außerschulische Einrichtungen einbinden. Alle wollen modern gestaltete Arbeitsmaterialien, aktuelle Informationen, Expertise von Experten, kreative Schulwettbewerbe, gute Fortbildungen für Lehrkräfte und nicht zuletzt gut ausgestattete Schulhöfe oder Sportmöglichkeiten. Aber was passiert, wenn Logos, Markenzeichen und Corporate Design immer mehr das Klassenzimmer und den Schulhof übernehmen? Unter dem Deckmantel der unterstützenden Zusammenarbeit können sich gut konzipierte Marketingaktionen verstecken, zur Imagepflege und Kundenakquise von Unternehmen. Bisweilen enden diese schulischen Wettbewerbe mit Finalveranstaltungen im Unternehmen, platzierte Werbebanner und Aufsteller inklusive. Erobert so die Wirtschaft klammheimlich das Klassenzimmer? Reichen die aktuellen Regelungen der Bundesländer zu Werbung und Sponsoring wirklich? Wie bleibt Schule frei von Werbung? Schule muss ein werbefreier Raum sein. Dafür setzt sich der VZBV ein. Und damit wollen wir auch starten. Klaus Müller ist bei mir, Vorstand des VZBV. Herzlich willkommen, Herr Müller. Seien Sie gegrüßt. Wenn Sie sich das Thema anschauen, Werbung in der Schule, hätten Sie nicht besser gesagt, keine Werbung in der Schule, Ausrufezeichen? Natürlich hätten wir uns das auch vornehmen können, aber uns geht es eben darum, das Problem zu adressieren. Und lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Werbung und Sponsoring in der Schule ist ein Thema, das bislang in der öffentlichen und politischen Diskussion zu wenig beachtet worden ist. Zu Beginn eines jeden Schuljahres starten immer wieder Aktionen von Unternehmen, um für ihr Produkt oder den Firmennamen in den Schulen Produktwerbung oder Imagewerbung zu machen. Und das sind jetzt nicht meine Worte, das sind die meiner Vorvorgängerin Professor Edda Müller. Die war Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes vor 15 Jahren. Also so lange sitzen wir schon an dem Thema. Hat sich da denn nichts getan in dieser Zeit? Gibt es diese massiven Einflussversuche, die Sie ja beklagen, immer noch? Ja, natürlich gibt es die. Es gibt sie sogar noch intensiver. Also in einer Studie, von der werden wir nachher noch mehr hören, ist es so, dass inzwischen 22 der 30 DAX-Unternehmen mit Unterrichtsmaterialien unterwegs sind. Es gibt hier in Berlin eine ganze Branche aus Agenturen, die Bildungsmarketing betreiben. Das heißt, sie werben dafür, mit Unterrichtsmaterialien, Wettbewerben und vielen anderen in den Schulen präsent zu sein. Und sie tun das ganz unverhohlen mit der Ansage, es geht nicht nur um die Kaufkraft der Kinder, sondern damit bestimmen wir das ganze Familienbudget. Machen Sie das mal konkret. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind solche Einflussprodukte, Einflussnamen? Genau, also ganz aktuell, das Schuljahr ist ja noch nicht ganz so alt. Wir haben hier in Berlin Kinder gehabt, die haben so eine rote Mappe mitgebracht am ersten Tag. Und dahinter verbergen sich die Sparkassen. Und damit gibt es sozusagen gleich die Kundenbindung. Und selbst wenn es vielleicht einen gewissen Verbraucherbildungsauftrag auch bei Sparkassen geben mag, was man gesehen hat, wenn die Kinder das am zweiten Tag nicht ausgefüllt mit nach Hause nehmen, in die Schule nehmen konnten, dann haben die sich schlecht gefühlt. Die machen was falsch an der Stelle. Das heißt, es steht ein ganz, ganz hoher Druck. Oder mein zweites Beispiel, auch hier gab es so eine Brotbox Berlin-Brandenburg, gleich mit netten Flyer der zuständigen Bildungs- und Verbraucherschutzsenatorinnen und Senatoren, aber auch mit jede Menge Logos werbender Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen sind präsent. Es ist eine Grauzone, es ist nicht klar, was Information und was Werbung ist. Gibt es für dieses Feld keine Regelungen, auf die man sich berufen könnte, in denen man Schule gewissermaßen als ja, werbefreien Raum freihalten könnte? Dazu haben wir ja mal nachgefragt und geguckt, wie ist eigentlich die Regelung in den verschiedenen Bundesländern. Es gibt eher zu viel, zu unterschiedlich, zu unklare Regelungen. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es was Eigenes, Gesetze, Verordnungen, Richtlinien an der Stelle. Und wir sehen, dass ganz viele Schlupflöcher da sind, gerade an der Grauzone Werbung, Sponsoring. Schulen haben, wie wir gerade gehört haben, zu wenig Geld, Unternehmen springen da rein. Aber eine Klarheit, eine Wettbewerbsgerechtigkeit, die gibt es nicht. Wo müsste aus Ihrer Sicht etwas passieren? Wer müsste aktiv werden, um das zu ändern, diese Situation? Ja, mit der wichtigsten Repräsentantin werden wir gleich reden können. Das ist vor allem die Kultusministerkonferenz. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass Ministerin Hubig, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, auch gleich mit dabei sein wird. Weil das sind ja die Hüter der Bildung in Deutschland. Das ist natürlich sehr föderal organisiert, das wissen wir alle. Aber für übergreifende Themen hat die Kultusministerkonferenz in der Vergangenheit auch schon einheitliche Regelungen beschlossen, die dann für ganz Deutschland gelten. Und ich glaube, dass wir das mehr an Transparenz, was sich Lehrer und Lehrer wünschen, Eltern und vielleicht auch manche Schüler.
Jetzt setzt sich ja der Verbraucherzentrale Bundesverband auch immer wieder selbst dafür ein, dass es sowas gibt wie Verbraucherbildung an den Schulen. Wenn die Wirtschaft sagt, wir brauchen einfach Wirtschaft, dann schreien sie auf und sagen, oh, da ist Lobbyverdacht. Sie selber plädieren aber auch für ein Fach Verbraucherbildung. Ist das nicht auch Lobbyarbeit? Natürlich ist Lobbyarbeit. Wir sind Lobbyisten. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich gewinnorientiert oder gemeinnützig unterwegs bin. Aber wir finden, dass der Beutelsbacher Konsens, also das Kontroversitätsgebot in der Schule, eigentlich ein ganz tolles Prinzip ist. Das heißt, wenn wir in der Schule sind, wünschen wir uns natürlich auch den Vertreter einer Bank oder Versicherung. Wenn umgekehrt große Daten-Digitalunternehmen da sind, dann gehört auch ein Datenschützer damit rein. Schülerinnen und Schüler sollen ja von der Realität der Welt nicht ferngehalten werden. Und natürlich gehören da Unternehmen dazu. Aber es gehört auch die Auseinandersetzung, manchmal der Streit um den richtigen Weg dazu. Was ist Produktwerbung? Was ist die Auseinandersetzung mit Marketing im Deutsch oder Bio oder Mathematik oder sonst wo Unterricht? Und wo ist es eben plumpe Werbung? Wo würden Sie sagen, das sind die Punkte, an denen würde ich gerne heute zu einem bestimmten Ergebnis kommen? Also wichtig ist uns erstmal, die Diskussion zu eröffnen. Wir haben jetzt natürlich viel über Corona diskutiert und viele, viele tausend andere Themen. Aber dass die Frage, wie viel Unternehmen in welcher Art in Schulen präsent sein sollen, das ist uns in der Diskussion zu kurz gekommen. Also, Aufschlag der Debatte. Zweitens wünschen wir uns natürlich, dass die Kultusministerien eigentlich wissen müssten, was in den Schulen läuft. Das heißt, bisher gibt es hier einen blinden Fleck. Man weiß gar nicht, was da unterwegs ist, wie viel, wo, was. Das heißt, wir wünschen uns mehr Transparenz, ein Melderegister zum Beispiel. Und wir wünschen uns natürlich eigentlich eine klare Regulierung, am liebsten bundesweit einheitlich. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, zum Wohle und Transparenz der Schulen. Aber vielleicht auch mancher Unternehmen, nämlich die, die ja nicht da präsent sind, die könnten das ja auch als Nachteil empfinden. Also es geht auch ein wenig um Wettbewerbsgleichheit. Klaus Müller, bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Wir werden gleich noch weiter diskutieren. Danke Ihnen erstmal für diese Einschätzung und für diese Rahmung des heutigen Tages. Dankeschön. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute mit diesem wichtigen Thema Werbung an Schulen befassen. Und ich glaube, in den einführenden Worten von Herrn Müller ist schon deutlich geworden, es geht hier um Sensibilität und um Hellhörigkeit. Wenn man über das Thema spricht, muss man am Anfang immer die Feststellung treffen, Schule hat einen öffentlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag und sie ist zur Neutralität verpflichtet. Gleichzeitig, auch das ist deutlich geworden, ist der Werbebranche natürlich sehr wohl bewusst, dass die rund 13 Millionen Schülerinnen und Schüler, die sich tagsüber in 32.000 rund deutschen Schulen aufhalten, dass sie eine interessante und lohnenswerte Zielgruppe sind. Es gibt professionelle Agenturen für Education Marketing, die Unternehmen dabei unterstützen, Kinder und Jugendliche anzusprechen, indem sie Beispiel mit Markenlogo versehene Alltagsmasken für die Verteilung in Schulen anbieten, also nicht nur die Brotboxen, die wir gerade gesehen haben, oder anderes Material. Und dann gibt es natürlich auch Angebote, die nicht immer gleich als Werbung erkennbar sind, wenn beispielsweise in Unterrichtsmaterialien Themen einseitig aufbereitet oder bestimmte Inhalte bewusst weggelassen werden. In allen 16 Ländern, und da gibt es eine große Einheitlichkeit, gilt ein Werbeverbot an Schulen. Das bedeutet, kommerzielle Werbung bzw. Produktwerbung an Schulen ist grundsätzlich unzulässig. Derartige Werbeverbote sind in allen Schulgesetzen oder anderen Vorschriften in den Ländern verankert, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Zu diesem Komplex findet ein regelmäßiger Austausch auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Expertinnen und Experten der Länder statt, sodass wir die Entwicklung in diesem Bereich ständig im Auge behalten und auch damit umgehen und Dinge verändern. Mit den Werbeverboten soll verhindert werden, dass Unternehmen Schulen für außerschulische Zwecke nutzen, die mit dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht kompatibel sind. Von solchen Werbeaktionen zu unterscheiden, und das finde ich ganz wichtig, sind Partnerschaften oder Lernortkooperationen zwischen Unternehmen und Schule, die Schülerinnen und Schüler beim Übergang von Schule in die Berufsausbildung begleiten, oder schulische Vereinbarungen, in denen sich beispielsweise eine ortsansässige Gartenbaufirma für die Anlage eines Schulgartens im Rahmen eines Schülerprojektes engagiert. Ist das Werbung? Ja, ist man verleitet zu sagen, denn das Interesse der Betriebe besteht natürlich auch darin, um Nachwuchs zu werben und Lust auf eine Ausbildung zu machen. Aber dient das Schulgartenprojekt nicht auch dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag? Ich glaube, da würde auch jeder Ja sagen.
ausdrücklich erwünscht, und das möchte ich auch festhalten und damit auch Ängste nehmen, sind Kooperation und Vernetzung mit Akteurinnen und Akteuren und Partnerinnen und Partner aus dem außerschulischen Bereich. Dazu gehören beispielsweise Verbraucherorganisationen, Hochschulen und Universitäten, Beratungsstellen, Sozialverbände, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Behörden- und Wirtschaftsverbände oder Akteure aus den Bereichen Ökologie und Soziales. Sie ermöglichen Schulen Projekte in verbraucherrelevanten Bereichen, die im Sinn einer systematischen und dauerhaften Lernpartnerschaft angelegt werden können. Wichtig für die Nutzung dieser außerschulischen Angebote durch die Schulen bzw. Lehrkräfte ist, dass sich diese inhaltlich am schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag orientieren, an die Gegebenheiten der einzelnen Schule angepasst sind und damit die Schulqualität fördern. Und ganz klar ist auch hier, dass man genau hinschauen und genau hinhören muss, damit Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden können und damit es keine Übermächtigung gibt. Und damit sind wir aus meiner Sicht beim zentralen Punkt angelangt, dem sogenannten Schulsponsoring. Denn Sponsoring-Maßnahmen, die schulischen Zwecken dienen können unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein. Dafür gibt es eindeutige Kriterien. Wenn Schulen also zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen Dritter, zum Beispiel von Unternehmen, entgegennehmen, dann muss das transparent gemacht werden. Im Vordergrund muss der schulische Nutzen sowie der pädagogische Mehrwert stehen. Schulsponsoring erfolgt häufig durch den Abschluss von Sponsoring-Vereinbarungen zwischen Schule und Wirtschaftsunternehmen, die dann auch in der Regel genehmigt werden müssen. Wer genehmigt und unter welchen Voraussetzungen regelt sich dann nach den jeweils einschlägigen Vorschriften oder den entsprechenden Vorgaben der Länder? Das ist in der Tat manchmal unterschiedlich, in vielen Fällen aber und entscheidet die Schulleitung. Und die Schulleitungen müssen dann wiederum mit Blick auf den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag genau prüfen, ob und in welchem Umfang eine Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsunternehmen im pädagogischen Interesse der Schule liegen könnte und ob die Voraussetzungen für den Abschluss einer Sponsoring-Vereinbarung gegeben sind. Bei dieser Prüfung und Abwägung sind die Schulleitungen nicht alleine, sondern sie werden natürlich auch von der Schulaufsicht, auch von den Ministerien entsprechend unterstützt. Ein Punkt hat sich natürlich im Moment, ich sag mal, oder an einem Punkt spitzt sich im Moment die Diskussion stärker zu. Das ist natürlich der Corona-bedingte Digitalisierungsschub und die Dinge, die jetzt in den letzten Tagen und Monaten ganz stark in unseren Fokus gerückt sind. Es gibt verstärkt Wirtschaftsunternehmen, natürlich insbesondere IT-Firmen, die mit Angeboten an die Schulen herantreten. Schulen und Schulträgern wird von den Anbietern vermittelt, dass ihnen Sponsoring-Vereinbarungen die Möglichkeit bieten, die digitale Ausstattung, die ja durchaus auch ein Aushängeschild für den jeweiligen Standort sein kann, zu verbessern. Das mag unter Umständen verlockend sein. Es ist aber auch eines ganz klar: Die geltenden Regelungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Und ich bin deshalb sehr froh, dass der Staat, das Bund und Länder sehr schnell auf diese besonderen Bedarfe in einer besonderen Zeit reagiert haben und deshalb auch den Digitalpakt Schule, bei dem es ja um die Infrastruktur, um die Gebäude, um WLAN, um Breitband-Glasfaseranbindung geht, dass sie diesen Digitalpakt Schule sehr konkret ergänzt haben. Einmal mit dem Sofortausstattungsprogramm, mit dem Schülerinnen und Schüler einen Laptop oder ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie Zugang zu digitalen Lernangeboten bekommen. Unbürokratisch und schnell bekommen jetzt die Schulträger über 550 Millionen Euro zur Verfügung, um Schülerinnen und Schüler auszustatten, und zwar, ich sage mal, Technik- und anbieterneutral. Und dazu kommen nochmal rund 550 Millionen Euro für Laptops und Tablets für Lehrkräfte. Und auch hier gilt es, der Staat ist sozusagen derjenige, der die Verträge eröffnet. Die Schulträger sind diejenigen, die dann das bestellen, was sie für sinnvoll und für notwendig erachten. Und auch im Bereich der Administration und der Wartung sind wir hier gemeinsam einen großen Schritt mit einem großen Paket auch von wiederum 500 Millionen Euro vorangekommen.
Ich denke, es ist klar, was bisher in Sachen Breitbandausbau, Ausstattung und Kompetenzerwerb nicht geschafft wurde, fällt in einer solchen Zeit natürlich besonders ins Gewicht. Aber mit diesem Digitalpakt, mit den Erweiterungen des Digitalpaktes können wir den Schulen auch das zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Schon vor dem Digitalpakt haben wir eine Qualifizierungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer gestartet. Wir haben Ausstattungsförderungen zugebilligt. Wir haben Forschungsprogramme auf die Wege gebracht und wir arbeiten an der digitalen Unterrichtsversorgung, damit Lehrkräfte die Materialien bekommen, die eben urheberrechtlich geschützt sind, die aber auch werbefrei sind und die zertifiziert sind. Wir unterstützen sie mit digitalen Angeboten, nicht nur innerhalb der Länder, sondern auch länderübergreifend. Die Ausschreibung für die Anschaffung und die Endgeräte oder Lizenzen aus dem Digitalpakt erfolgt in den Ländern zentral. Die Einwirkungsmöglichkeiten von Sponsoren, von potenziellen Sponsoren ist dabei nicht gegeben. Und ich bin aber von einem überzeugt: Der beste Schutz gegen die Beeinflussung durch Werbung ist natürlich immer noch der aufgeklärte Verbraucher. Und deshalb ist Verbraucherbildung in allen Ländern verbindlich vorgegeben. Wir haben im Rahmen der Kultusministerkonferenz eine Empfehlung gefasst, die heißt Verbraucherbildung an Schulen. Darin ist das ausdrückliche Ziel formuliert, dass Schülerinnen und Schüler Kompetenzen im Sinne eines reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens erwerben, und zwar, Zitat, frei von wirtschaftlichen Interessen und unternehmensunabhängig. Dabei geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen um den Aufbau einer Haltung, die erworbenen Kompetenzen dann eben auch bei Entscheidungen heranziehen zu können, sie vertreten zu können und zu nutzen. Im Themenbereich Marktgeschehen und Verbraucherrecht soll nach Empfehlung der KMK ausdrücklich der Zusammenhang mit Werbung und Konsum behandelt und reflektiert werden. Erweitert sind diese Materialien, diese Inhalte um Kontexte wie Fake News, aber auch in der Strategie der KMK zur Bildung in der digitalen Welt haben wir diese Themen mit aufgenommen, um uns sozusagen gegen Influencer gut schützen zu können. Schülerinnen und Schüler sollen erkennen können, wann Themen absichtlich gesetzt und verbreitet werden. Und sie sollen auch erkennen können, dass die Dominanz eines Themas in der digitalen Welt nicht unbedingt korrespondiert mit der Bedeutung des Themas in der realen Welt. In Rheinland-Pfalz haben wir diese KMK-Empfehlungen und die Strategien in unserer neuen Richtlinie Verbraucherbildung an allgemeinen Schulen aufgegriffen und umgesetzt. Sie ist jetzt kürzlich erschienen und sie ist sozusagen ganz modern. Und dabei hat uns, und da auch nochmal ganz herzlichen Dank, nicht nur in Richtung Berlin, sondern auch in Richtung Rheinland-Pfalz, die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ganz intensiv unterstützt. Wir wissen, dass die Schulen bei der Umsetzung Unterstützung brauchen. Daher bieten wir neben der Qualifizierung und Fortbildung der Lehrkräfte ein umfangreiches Angebot an landesweiten Projekten zur schulischen Verbraucherbildung mit Partnern wie den Landeszentralen für Umwelt, für Gesundheit, politische Bildung an, die Verbraucherzentralen, die Universitäten und andere außerschulische Lernorte und Partner ergänzen dieses Angebot. Wir sind sehr dankbar und auch da geht nochmal ein großes Dankeschön an die Verbraucherzentrale für die Unterstützung durch den Materialkompass des VZBV. Hier finden Lehrkräfte bereits seit 2011 eine Übersicht über frei erhältliche Unterrichtsmaterialien zu allen Themen der Verbraucherbildung. Alle vorgestellten Materialien wurden von einem unabhängigen Expertenteam auf der Grundlage transparenter und wissenschaftlicher Kriterien erstellt. Ich danke auch ganz herzlich für das Angebot dieser Expertise des Bewertungsgremiums und der Fachreferenten im VZBV für das gemeinsame Bildungsportal der Länder zur Verfügung zu stellen und die Qualitätskriterien für die Prüfung von Inhalten gemeinsam weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren, ich würde es vielleicht einmal so zusammenfassen. Aus meiner Sicht sind drei Dinge ganz wesentlich. Wir brauchen zum einen die Sensibilität für den Versuch der Einflussnahme. Wir brauchen Transparenz und wir brauchen trotzdem gerade im Bereich der Berufs- und Studienorientierung die Kooperation. Ich glaube, wenn Dinge öffentlich gemacht werden, wenn man über Dinge spricht, wenn man Dinge aber auch Vereinbarungen schriftlich niederlegt, dann reflektiert man auch stärker darüber und dann wird man auch genau über die Dinge nachdenken, die eben gewollt sind.
unmittelbar und die Dinge, die gewollt sind, unmittelbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute diese Tagung zu diesem wichtigen Thema veranstalten. Wir werden auch als KMK Impulse aus dieser Tagung mitnehmen und ich werde auch diese Impulse an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Ich glaube, an diesem Thema kann man nicht genug arbeiten. Ich denke, wir müssen immer weiter daran bleiben, weil auch die Fallgestaltungen vielfältig sind. Und deshalb herzlichen Dank und ich bin gespannt auf die weiteren Diskussionsbeiträge und Impulse. Danke. Tim Engartner ist Professor an der Universität in Frankfurt. Dort kümmert er sich um die Didaktik der Sozialwissenschaften, aber ist gleichzeitig auch im Direktorium aktiv der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung und sorgt insofern dafür, dass diejenigen, die als Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren an die Schulen und in die Lehrerzimmer und Lehrerinnenzimmer kommen werden, dass die entsprechend vorbereitet sind auf das, was eben Schulalltag ist. Und da gehört natürlich auch dazu, wie geht man mit einer Welt um, die von Werbung geprägt ist. Unsere zweite Keynote von Tim Engartner. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Engartner. Ja, vielen Dank, Herr Himmelrad, für die freundliche Anmoderation. Vielen herzlichen Dank auch von Ministerin Hubig für die thematische Annäherung und Ihnen, Herr Müller, danke, dass Sie diese Tagung ausrichten. Wie bedeutsam eine Veranstaltung dieser Art ist, lässt ja der gerade übermittelte Befund mit Blick auf die Befragung deutlich erkennen. Das ist der erfreuliche Teil der Mitteilung, die ich Ihnen überbringen möchte. Die negativer überwiegen aber. Wir haben immer mehr Unternehmen, Wirtschaftsverbände, arbeitgebernahe Stiftungen sowie Industrie- und Handelskammern, die in den einstigen Schonraum Schule drängen. Und die Schule ist ja nach allen definitorischen Merkmalen, die man anlegen kann, ein Erfahrungsschutz- und Sozialisationsraum. Und selbst etablierte Markenartikelhersteller scheuen nicht davor zurück, Sportfeste zu sponsern, Schulhefte mit Firmenlogos zu verteilen, Computer zu finanzieren oder auch die überfällige Sanierung von Schulgebäuden zu bezahlen. Sie betreiben damit jedenfalls nach meiner Auffassung die auf Neutralität verpflichtete pädagogische Institution Schule. Die Kommerzialisierung ist aber auch sichtbar bei den Unterrichtsmaterialien. Sehr, sehr zentral wird das dort sichtbar. Und man könnte die steile These vertreten und sagen, das Land der Dichter und Denker droht zum Land der Stifter und Schenker zu werden und damit Bildung zur Ware. Meiner Einschätzung nach ist die Schulpflicht eine doppelte Pflicht. Einerseits verpflichtet sich Schülerinnen und Schüler, die Schule zu besuchen. Das ist hinlänglich bekannt. Nach meiner Einschätzung muss die Schulpflicht aber auch beinhalten, dass Vater Staat sehr genau darauf schaut, welche Aspekte im Klassenzimmer vermittelt werden. Das heißt, der Kampf um die Köpfe im Klassenzimmer, der mitunter durch die Werbebotschaften stattfindet, ist eine wirkliche Gefahr für den Schonraum Schule. Für 45% der Schulen stellen Privatunternehmer mittlerweile oder Privatunternehmen mittlerweile die bevorzugten Kooperationspartner dar. Und das lässt uns natürlich skeptisch in die Zukunft schauen, gerade mit Blick auf den Digitalpakt Schule, der nun ja mit Apple, Samsung, Microsoft und anderen Akteuren noch sehr viel wirkmächtigere Unternehmen auf den Plan wird treten lassen. Und von daher macht es mir schon Sorge, wenn man schon 2006 in der PISA-Studie bei einer Befragung der Schulleiterinnen und Schulleitern herauslesen konnte, dass 87,5% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler hierzulande Schulen besuchen, an denen die Wirtschaft und die Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte ausüben. Das stellt auch im OECD-Vergleich einen Negativrekord dar. Und von daher muss man sehr, sehr genau hinschauen, was in den Schulen unterrichtet wird, wer die Unterrichtsmaterialien einspeist und wer nicht. Um deutlich zu machen, dass es sich bei dem in Rede stehenden Phänomen nicht um ein Nischenphänomen, sondern um ein Massenphänomen handelt, sei darauf hingewiesen, dass 16 der 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen mittlerweile kostenlose Unterrichtsmaterialien anbieten, dass 2/3 der DAX-Unternehmen Unterrichtsmaterialien anbieten, entwickeln und in die Schulen einspeisen. Und das ist natürlich in einem Land, was sich als Bildungsrepublik begreift, wie Kanzlerin Merkel das ja auch wiederholt proklamiert hat, eine besonders fatale Entwicklung. Ich darf auch darauf hinweisen, für diejenigen unter Ihnen, die sich historisch bewusst verhalten möchten, dass die sinkenden Schulbuchetats, die gedeckelten Kopierkontingente und die teilweise Preisgabe der Lehr- und Lernmittelfreiheit insofern auch eine besondere historische Note hat, als dass die Lernmittelfreiheit eine Kernforderung der Revolution von 1848 ist. Also man kann weit zurückschauen und feststellen, dass die
kostenlosen, geprüften Materialien, wenn man denn so mag, eine besondere Bedeutung im Land von Goethe, Schiller und Lessing schon hat. Ja, und wer die Öffnung von Schule propagiert, wie das ja mitunter passiert, um den lebensfremden Korpus Schule so ein Stück Sorge trägt, dass die Schulen nach skandinavischem Vorbild die bestmöglichen Lernanstalten bilden. Ich will drei Beispiele nennen, wo man sehen kann, welche fatale Entwicklungen sich bahnbrechen, wenn es keine systematische Prüfung der Unterrichtsmaterialien gibt. Das eine ist das Planspiel Börse, das der Deutsche Sparkasse- und Giroverband, der ja vorhin von Herrn Müller schon Erwähnung gefunden hat, seit vielen Jahren durchführt. Da sollen Schülerinnen und Schüler binnen 10 Wochen die größten Anlageerfolge erzielen und werden dann entsprechend, wenn sie siegreich sind, mit Preisen bedacht. Jeder Finanzmarktanalyst und Aktienhändler und Broker wird Ihnen sagen, dass ein Anlagehorizont von 10 Wochen bei Aktien und Anleihen, Devisen und Derivaten, Fonds und Futures deutlich zu kurz ist. Das heißt, eine sehr fatale Botschaft wird allein mit diesem Planspiel Börse ausgesandt. Ich will auch den Fastfood-Konzern McDonald's Rede stellen, mit Verstand groß werden, richtig essen und bewegen, lautete ein Unterrichtsmaterial vor einigen Jahren. Und da wurde im didaktisch-methodischen Begleitkommentar gesagt, naja, sehr wichtig sei es zu sehen, welche Definition man mit Fast Food in Verbindung bringt. Das heißt dann, Fast Food ist alles, was man sofort und aus der Hand essen kann. Also zählt zum Beispiel auch Obst dazu. Sie sehen, da wird also sehr stark mit suggestiven Zugängen gearbeitet, die nicht unbedingt immer dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechen. Oder auch das letzte Beispiel, viele Automobilkonzerne, die in ihren Unterrichtsmaterialien dafür werben, dass die Kofferraumgröße des Fahrzeugs entsprechend ausgemessen werden soll. Dann werden verschiedene Fahrzeugtypen dieses Automobilherstellers natürlich miteinander verglichen. Oder es gab auch einen großen bayerischen Automobilkonzern, der Unterrichtsmaterialien herausgegeben hat, aus denen hervorging, dass man die Frontschürze eines entsprechenden Fahrzeugs doch bitte schön nachzeigen möge. Das war an die Grundschulkinder gerichtet. Ich will mit 5 Kernargumenten schließen, die von Seiten der Schulkultus- und Bildungsministerien nach meinem Dafürhalten endlich ernst genommen werden sollten. Rheinland-Pfalz hatte in der Vergangenheit sehr erfolgreiche Verbotsverfahren schon einmal angestrengt, mit der Folge, dass allerdings nicht alle anderen 15 Bundesländer nachgezogen sind. Insofern kann man hoffen, dass das jetzt unter dem KMK-Vorsitz von Ihnen, Frau Hubig, vielleicht in besonderer Weise griffig wird. Also erstens, Schulen sind der Auf- und nicht der Verklärung verpflichtet. Sie dürfen folglich keine Weltbilder heranzüchten, sondern sie sollen Standpunkte behutsam auswählen, die dann auch entsprechend in das Klassenzimmer getragen werden. Denn natürlich muss Schülerinnen und Schülern gegenüber der Eindruck entstehen, dass wenn Expertinnen und Experten von auswärts zum Beispiel in die Klassenzimmer kommen, dass sie besonders seriös und neutral sind. Zweitens geht es darum, bei Lernprozessen darauf zu achten, dass Argumente logisch generiert, analysiert und reflektiert werden. Und da geht es um eine kritisch-reflektorische Mündigkeit und nicht um eine Wahrnehmung von Product Placement oder von Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen bewerben. Drittens, man kann nur hoffen, dass die Übernahme des Unterrichts durch Firmenmitarbeiterinnen und Firmenmitarbeiter die Reputation des Lehrerberufs nicht noch weiter in Misskredit bringt. Das ist eine unheilvolle Entwicklung, weil natürlich die pädagogische professionelle Ausbildung essentiell ist, um auch die Unzulänglichkeiten von Unterrichtsmaterialien mit Blick auf ihre Selektivität, Tendenziosität und Manipulationskraft zu erkennen. Viertens, wir haben eine frappierende Schieflage zwischen staatlichen Einrichtungen und privaten Anbietern. Das heißt, wir dürfen nicht zusehen, dass die Öffnung von Schule eines Tages zu einem nachhaltigen Lobbypaket an den Schulen führt. Das heißt, wir haben auch eine Zweiklassenbehandlung. Man hat nicht so viele Wohlfahrts- und Umweltverbände, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch der klassischen Nichtregierungsorganisationen, dass die Bilder, die von Unternehmen in die Klassen getragen werden, entsprechend korrigiert werden könnten. Und zu guter Letzt ist es nicht einzusehen, warum Schulbücher in beinahe allen Bundesländern einem engmaschigen Prüfverfahren unterliegen, die Unterrichtsmaterialien privater Content-Anbieter hingegen nicht. Also wir müssen dafür sorgen, dass es dort eine Gleichbehandlung gibt, damit der Schonraum Schule bewahrt werden kann, Schule nicht zu einem Ort der Werbung verkommt und wir endlich das erreichen, was uns, glaube ich, allen am Herzen liegt, nämlich die Bundesrepublik zu einer Bildungsrepublik werden zu lassen. Andernfalls drohen Schulen endgültig zu Werbeplattformen zu verkommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Bundeselternrat dankt dafür, dass wir hier heute zu dem Thema Stellung nehmen können. Es geht ja einmal um das Sponsoring in den Schulen vor Ort. Das ist etwas, was wir bemängeln. Hängt oftmals damit zusammen, dass die Ausstattung der Schulen vor Ort sehr, sehr schlecht ist und die Schulen letztendlich dankbar sind für jede Geldspende oder Materialspende, die sie erhalten. Das darf nicht sein aus unserer Sicht, denn Schule muss unabhängig von der Industrie sein und muss genau das lernen, was unserem demokratischen Grundverständnis entspricht. Weiterhin ist es oftmals so, dass Lehrmaterialien durch die Industrie angeboten werden. Auch hier wird dann indirekt Bezug genommen auf die Schülerinnen und Schüler, nämlich in ihrer Allgemeinbildung. Und es werden Werte vermittelt, die so teilweise nicht richtig sind. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Das Thema Werbung und Sponsoring in der Schule beschäftigt uns als GEW schon lange. Es geht uns darum, eine Bildung durchzusetzen, in der alle die Möglichkeit haben, in der Schule gleichberechtigt sich Inhalte zu erarbeiten. Und das unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und unabhängig auch vom Geldbeutel verschiedener Firmen. Uns geht es darum, Ernährungsunterricht in der Schule durchzuführen mit Materialien, die allen zugänglich sind und nicht in ein Einkaufszentrum zu gehen und dort diesen Unterricht durchzuführen. Genauso ist es uns wichtig, dass die Verkehrserziehung stattfindet in der Schule und auch die notwendigen Materialien wie Helme oder ähnliche Schutzausrüstung den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden. Wir wehren uns dagegen, dass Kinder in ein Möbelhaus gelockt werden, um dort Helme abzuholen. Das ist für uns keine Bildung für alle. Wir wollen eine Bildung, eine Schule, die allen die gleichen Chancen ermöglicht und gesellschaftlich finanziert wird und nicht durch Firmen und andere. Sehr geehrte Damen und Herren, Schule ist ein Ort der Wissensbildung und die Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollten keinen Einfluss gewinnorientierter Unternehmen genießen. Ziel ist es, selber sich ein Bild zu verschaffen von der Wirtschaft. Dazu dient Bildung. Ohne dass das Gefühl entsteht, dass der Schüler ein Tablet sich im Elektronikmarkt erwerben muss, was letzte Woche vielleicht in der Unterrichtsstunde getestet wurde, oder sich ein Girokonto bei der Bank eröffnen muss, welche vielleicht den Schulwettbewerb finanziert. Wir fordern daher, dass Werbung gewinnorientierter Unternehmen nichts in der Schule verloren hat.